Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Review mit Hunter und Kron. Heute Isle of Skye von Lookout Spiele von ja, dem Erfolgsduo Alexander Pfister und Andreas Pelikan, frisch gekürt mit Broom Service zum Kennerspiel des Jahres. Ja, und hier jetzt vom Häuptling zum König, sozusagen sind sie auch vom Häuptling zum König geworden. In diesem Legespiel geht es darum, dass wir an unserem eigenen Clangebiet puzzeln, Teile ersteigern und so hoffentlich ja, das schönste Clangebiet haben und dann am Ende zum König werden. Kleine Packung genau. Für ein Legespiel, ne? Ist auch, dauert auch nicht so lange, nur 60 Minuten für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren. Und eine Sommerneuheit jetzt von Lookout Brand aktuell, kann man sagen, fast frisch von der BerlinCon, kann man schon fast sagen. Da wurde es eifrig gespielt, da konnten wir ja auch schon mal einen Blick drauf werfen und mit Andreas Pelikan drüber sprechen. Genau. Und mit wolligen Schafen. Ja, wir sind ein Häuptling, aber das ist nichts Besonderes, weil Häuptlinge sind wir alle, also nicht nur wir, sondern auch bis zu die 4 anderen Spieler sind alle Häuptlinge. Jeder kann Häuptling sein, ist überhaupt keine Kunst. Kunst ist es, König zu werden. Und König wird nur der, der da sein Clangebiet am schönsten baut. Und was schön ist, das ist tatsächlich in jeder Partie Isle of Skye anders. Das sieht man nämlich immer dann, wenn man aus dem Fenster schaut. Wenn man aus seinem Fenster schaut, dann sieht man, was in dieser Partie Isle of Skye, also jetzt gerade aktuell im Clangebiet, als schön gilt. Und das ist eben durch ihren ganzen Stapel so Fensterblättchen, wo jedes wirklich andere Siegbedingungen zeigt, Sachen zeigt, für die es Punkte gibt, ist wirklich in jeder Partie anders. Nicht nur, dass hier diese 4 verschiedenen Plättchen liegen, sondern tatsächlich ist auch noch die Reihenfolge zwischen den Plättchen relevant, weil das eben entscheidet, wann was gewertet wird. Also auch wenn diese 4 Plättchen hier noch unterschiedlich auf diesen 4 Slots A, B, C, D liegen, ist es auch nochmal ein bisschen ein anderes Spiel, weil dann eben diese unterschiedlichen Faktoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel gewertet werden. Dazu gibt es natürlich auch auf diesen Plättchen, die wir nachher in unser Königreich anbauen werden, unzählige Symbole. Es gibt Bauernhöfe mit Rindern, es gibt Schafe, es gibt so schottische Rundtürme im Gebirge, das sind Brochs, glaube ich. Es gibt Seen und Wiesen und Berge und Schiffe und noch mehr Bauernhöfe und Whiskyfässer und Leuchttürme und was weiß ich noch alles. Das klingt erstmal wahnsinnig kompliziert. Um Gottes Willen muss ich jetzt ein Dutzend Symbole auswendig lernen, was die bringen. Nee, eben nicht. Weil ja auch wieder durch diese Fenster vorgegeben wird, was in der Partie spannend ist. Und das ist tatsächlich ein besonderer Reiz, weil dadurch eben nicht in jeder Partie die gleichen Plättchen wahnsinnig wertvoll sind, sondern es tatsächlich davon abhängt, was hier an den Fenstern liegt. Ja, wenn hier ein Plättchen ist, wo Schafe am Ende einen Siegpunkt geben, für jedes Schaf kriege ich einen Siegpunkt, dann ist plötzlich ein Plättchen, auf dem 3 Schafe aufgedruckt sind, eine Menge Geld wert. Wohingegen in einem Spiel, wo es dieses Fenster gar nicht gibt und Schafe überhaupt keine Rolle spielen für die meisten Spieler, ist dann dieses Plättchen mit den 3 Schafen, wo sonst gar nichts drauf ist, plötzlich nicht mal ein Kupfer wert. Jede Runde Isle of Skye, die gliedert sich so in 6 Abschnitte, ist auch sehr schön hier hinten auf dem Tableau von jedem Spieler so abgedruckt, dass man da auch auf jeden Fall nichts vergisst. Die erste Aktion, die man machen muss, ist, jeder bekommt Einkommen. Jeder Spieler startet hier sein eigenes kleines Königreich mit diesem Burgplättchen und auf diesem Burgplättchen ist schon hier abgedruckt ein kleiner Geldstapel mit einer 5 drauf, was einfach bedeutet, mein Startplättchen generiert schon mal 5 Einkommen und das würde ich dann einfach in Phase 1 bekommen, also alle Spieler schon mal 5 Geld. Als zweites wird jetzt dieses Säckchen hier rumgereicht und jeder Spieler zieht 3 neue Plättchen aus dem Sack und legt die dann auch offen für alle Spieler sichtbar hier vor seinen Sichtschirm ab, sodass man also erstmal sehen kann, wer hat denn welche Plättchen gezogen, was habe ich für eigene Plättchen gezogen. Aber, und das ist besonders bei dem Spiel, die Plättchen, die man zieht, die gehören einem erstmal nicht. In der nächsten Phase wird es nämlich so sein, dass wir diese Plättchen ja versteigern, verkaufen. Jeder Spieler wird verdeckt seinen eigenen Plättchen Preise zuordnen mit Geld. Und dann wird gleichzeitig aufgedeckt werden und dann gibt es eben die Möglichkeit, gegnerische Plättchen zu kaufen. Oder wenn die eigenen Plättchen nicht verkauft werden, dann muss man die eigenen Plättchen für den ausgepreisten
Preis selbst erwerben. Dazu gibt es noch eine besondere Regel, denn jeder Spieler hat hier so eine Axt. Man hat immer drei Plättchen ja gezogen. Davon wird ein Plättchen immer geaxt, zerstört quasi. Da muss man dieses Axtplättchen hier so verdeckt hinlegen, zeigend auf eins der drei Plättchen. Dieses Plättchen wird beim Aufdecken dann entfernt. Das bedeutet, man muss halt einfach entscheiden, welches dieser drei Plättchen brauche ich entweder selber auf keinen Fall oder was eher öfters zum Tragen kommt, welches dieser Plättchen möchte ich auf keinen Fall, dass mein Gegner es bekommen kann. Weil indem ich halt geheim entscheide, das werde ich zerstören, kann natürlich auch der Gegner das Plättchen nicht erwerben, ganz egal wie viel Geld er vielleicht auf der hohen Kante hat. Ja, und die anderen beiden Plättchen, die muss ich jetzt mit einem Preis auszeichnen, wobei auch wichtig ist, dass ich mindestens ein Geld legen muss. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel das irgendwie so machen. Und wenn ich dann fertig bin, oder alle fertig sind, besser gesagt, wird dann einfach aufgedeckt und es sieht dann einfach so aus. Es liegen dann bei zwei Plättchen einfach Preise. Eins ist geaxt, alle geaxten Plättchen kommen einfach weg und dann liegen nur noch Plättchen da, die einen Preis haben. Und dann geht es wieder mit dem Starspieler los und der kann jetzt anfangen und ein Plättchen vom Gegner kaufen, wo man dann gleich sagen muss, es ist bei Isle of Skye gar nicht so günstig, Startspieler zu sein, weil man hat das Problem, man muss ja seine eigenen Plättchen auspreisen und muss sich dann ja auch noch Geld zurückbehalten, um überhaupt irgendwas kaufen zu können. Ich zum Beispiel habe jetzt mein komplettes Startgeld hier benutzt. Wenn ich jetzt Startspieler wäre, dann könnte ich überhaupt nichts mehr kaufen. Das heißt, ich hätte es lieber vielleicht so machen müssen, dann hätte ich immerhin noch zwei Geld übrig, könnte ich jetzt beim Gegner ein Plättchen für zwei Geld kaufen. Wenn ich ein Plättchen kaufe vom Gegner, dann bezahle ich natürlich den Preis und der Gegner bekommt dann das, was ich ihm bezahle und sein eigenes Geld wieder. Der hat also quasi dann wirklich das Geld verdient mit diesem Plättchen, aber das hat er halt dann auch verloren oder ich habe dann dieses Plättchen eben gekauft. Diese Kaufphase läuft so ab, dass jeder genau einmal drankommt, ein Plättchen vom Gegner kaufen kann. Er muss auch nicht kaufen, wenn er zum Beispiel kein Geld hat oder wenn das alles zu teuer ist, dann kann er halt nichts kaufen. Und alles, was dann noch liegen geblieben ist nach dieser Phase, das muss dann selber gekauft werden und das funktioniert einfach so, das ausgepreiste Geld kommt einfach weg als Bezahlung und dann hat man diese zwei Plättchen und eben zusätzlich vielleicht eins, was man gekauft hat. Das heißt, nach dem Ende dieser Phase können verschiedene Sachen passieren. Es kann sein, nichts wurde von mir gekauft, ich habe eins gekauft, habe ich drei Plättchen. Es kann passieren, beide meine Plättchen wurden mir weggekauft und ich konnte nichts kaufen, habe ich gar kein Plättchen oder ich habe nur ein Plättchen, weil ich halt nur eins gekauft habe. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich, wie diese Kauf- und Verkaufsphase abläuft und wie viele Plättchen man am Ende dann dasteht. Und ja, alle Plättchen, die man halt nach dieser Phase hat, die dürfen dann angepuzzelt werden in der nächsten Phase. Das macht auch jeder gleichzeitig. Da kann man sich dann halt überlegen, wie man hier im Carcassonne-Stil sein Königreich baut. Da müssen natürlich bestimmte Legeregeln beachtet werden, wie es bei Legespielen typisch ist. Ja, ich muss die Gebirge natürlich weiterführen. Ich kann jetzt nicht dieses Plättchen hier so hinlegen, dass das Gebirge plötzlich zu einer Wiese wird, sondern ich muss das Gebirge natürlich weiterbauen. Was ich machen könnte, wäre so zu bauen, dass eine Straße abgeschnitten ist. Das ist überhaupt kein Problem, aber andere Landschaftsarten wie Gebirge oder natürlich auch hier Seen, ich kann natürlich auch das Plättchen nicht so hinlegen, weil dann hier Gebirge und Straße an den Wasser angrenzt, auch das geht nicht. Aber ansonsten dürfte ich auch Straßen abschneiden, also müssen die Plättchen nicht so anlegen, wie die Tiere und Bauernhöfe drauf gedruckt sind oder andere Symbole, sondern wir können die natürlich schon beliebig drehen und sie dann irgendwie in unser Königreich anlegen. Ja, und wir haben davon gesprochen, dass eigentlich nur die Sachen immer wertvoll sind, die in den Fenstern gezeigt werden, aber das stimmt nicht ganz, weil Whiskyfässer sind tatsächlich in jeder Partie relevant, denn für jedes Whiskyfass, das über die Straße mit der eigenen Burg verbunden ist, bekommt man in der Einkommensphase ein Gold extra. Das sieht man, wir haben hier 1, 2, 3 Whiskyfässer, die auch alle über Straßen mit der Burg verbunden sind. Jetzt bekommen wir in der Einkommensphase nicht 5, sondern 6, 7, 8 Gold. Dann kommt schon die letzte Phase der Runde und das ist die Wertung. Dazu gibt es hier dieses Tableau. Jede Runde wird hier so dargestellt mit einem von diesen Essenstellern. Und da wird auch immer festgehalten, was in einer Runde gewertet wird. Das ist nämlich in jeder Runde anders. Hier in der ersten Runde wird A gewertet und das bezieht sich hier
auf diese vier Fensterplättchen. Ja, da sieht man jetzt mal die vier Fensterplättchen, die wir in unserer Beispielpartie hier gezogen haben. Das bedeutet ganz einfach, dass ihr was ganz links auf A legt, gibt uns 2 Siegpunkte für jedes Plättchen mit einem Rind drauf, das mit der Straße, mit der Burg verbunden ist. Ja, bei Fenster Nummer A sieht man, wir haben hier 1, 2, 3 Rinder, die auch alle über Straßen mit dem Burgplättchen verbunden sind. Das sind 2, 4, 6 Siegpunkte für Fenster Nummer A. Das Plättchen hier auf B gibt uns 5 Siegpunkte für jedes Set aus einem Broch, also so einem Rundturm, einem Bauernhof und einem Leuchtturm. Ich sehe hier auf jeden Fall mal ein komplettes Set und es liegt auch daran, dass wir einfach zu wenig Brochs haben. Wir hätten Bauernhöfe ohne Ende, wir hätten auch noch einen zweiten Leuchtturm. Das bedeutet, wir sind momentan stark interessiert an einem Plättchen mit einem weiteren Rundturm. Momentan ist es eben nur ein Dreier-Set, wir haben 5 Siegpunkte. Das Plättchen, was hier auf der C liegt, gibt uns 3 Punkte für jede vertikale Reihe aus mindestens 3 Plättchen. Also es dürfen auch 4 Plättchen oder mehr sein. Ab mindestens 3 kriegen wir 3 Punkte für so eine Reihe. Wir bekommen hier einmal 3 Punkte für die Dreierreihe und einmal 3 Punkte für die Viererreihe. Und D ist ganz einfach, da kriegen wir einfach 1 Siegpunkt für jedes Schaf. Da haben wir jetzt nicht ganz so viele, es sind 4 Schafe, es sind immerhin 4 Siegpunkte. Die 4 Plättchen, die wir gezeigt haben, waren noch nicht alles. Zum Beispiel hier, wenn man einen Bauernhof baut, dann kriegt man plötzlich für jedes Tier, das angrenzend an diesem Bauernhof gebaut wurde, also horizontal, vertikal oder diagonal, 1 Punkt. Dann hier für jeden See, in dem man ein Schiff und einen Leuchtturm hat, bekommt man 3 Siegpunkte. Das gleiche hier für Brochs. Je mehr Brochs, also Rundtürme, ich in einem Gebirge habe, desto mehr Punkte kriege ich. Hier gibt es einfach für jedes Quadrat aus 4 Plättchen 2 Siegpunkte. Aber ich kann natürlich auch geschickt bauen, dass ich natürlich schaffe, auf meinem Feld möglichst viele Quadrate zu zählen. Oder hier auch nett, für jede Straße, die man so baut, dass sie zum Schloss führt, gibt es 1 Siegpunkt. Also ganz egal, was da drauf ist. Hier kriegt man für jedes abgeschlossene Gebirge, egal wie groß, 2 Siegpunkte. Hier kriegt man für jedes abgeschlossene Gebiet, also egal ob Wiese, Gebirge oder See, 1 Siegpunkt. Und hier gibt es noch ein Mehrheitenprinzip. Wer die meisten Schiffe hat, kriegt 5 Siegpunkte. Wer die zweitmeisten Schiffe hat, kriegt 2 Siegpunkte. Und wie gesagt, das waren noch nicht alle Fensterplättchen. Es gibt noch mehr. Und natürlich bietet sich das auch für Erweiterungen an. In Runde 1 wird tatsächlich nur das Plättchen auf A gewertet. In Runde 2 das Plättchen auf der B. In Runde 3 sind es dann schon A und C in Runde 2, B und D. Und man sieht auch, ab hier kommt noch was anderes Interessantes ins Spiel. Das sind plötzlich so Geldbeträge aufgedruckt. Und das bedeutet ganz einfach Folgendes. Für jeden Spieler, der vor einem auf der Siegpunktleiste platziert ist, bekommt man diese Geldsumme am Anfang der Runde, die hier aufgedruckt ist. Das bedeutet, in dem Fall würde Blau tatsächlich 2 Geld für Gelb bekommen und 2 Geld für Grün, weil er ganz hinten ist, sind 4 Geld extra, die er dann in der Runde zum Auszeichnen der Preise und zum Ausgeben auf dem Plättchenflohmarkt übrig hat. Und nachdem einfach gewertet wurde, hier die Siegpunkte verteilt wurden, dann geht es einfach weiter. Rundenzeiger geht eins weiter, Startspieler wandert und dann geht es schon wieder los mit Einkommen, neue Plättchen ziehen und dann kann schon wieder ausgepreist werden. Spiel ist einfach vorbei, wenn hier der Rundenzeiger am Ende ist. Beim 2-4 Spielerspiel sind es 6 Runden, dann gibt es noch eine Rückseite von diesem Tableau. Da gibt es dann 5 Runden für 5 Spieler. Danach gibt es noch so eine kleine Schlusswertung, Geld gibt noch Siegpunkte. Und auf bestimmten Plättchen sind noch so extra Siegbedingungen drauf. Wo man dann plötzlich nochmal für irgendwas Siegpunkte bekommt. Also hier wären es nochmal für jeweils 2 Schafe 1 Siegpunkt. In der Partie, gut, da gibt es ja auch ein Plättchen mit Schafen. Aber es gibt eben auch für Sachen, wo ich über die Fenster gar keine Punkte bekomme in der Partie, gibt es dann natürlich doch Plättchen, wo ich dann plötzlich doch wieder Punkte bekomme. Also ein Spieler schafft es, das Plättchen hier zu erwerben, wo er für 2 Schiffe 1 Siegpunkt bei Spielende kriegt. Und plötzlich sind für den Spieler, aber auch nur für den, Plättchen mit vielen Schiffen wertvoll. Und noch eine Besonderheit dabei, hier sieht man jetzt, diese Pergamentrolle mit dem Schiff ist in einem Gewässer abgedruckt. Wenn ich es jetzt schaffe, bei Spielende das Plättchen auch noch so gebaut zu haben, dass das Gewässer abgeschlossen ist, dann gibt es die Punkte sogar doppelt. Ja, Isle of Skye ist ein Legespiel und ich mag Legespiele. Ich habe auch die Mutter aller Legespiele, also Carcassonne, damals lange gespielt und jetzt spiele ich auch Isle of Skye gern, aber ich möchte dazu sagen, dass man mag jetzt denken, ja, das ist ja wie Carcassonne, da sind auch so Landschaften drauf gedruckt und ich lege das da halt so hin, aber da hören irgendwie die Gemeinsamkeiten auch schon auf, weil es spielt und fühlt sich wirklich vollkommen anders an als Carcassonne. Es liegt erstmal daran, dass man natürlich jeder an seinem eigenen kleinen Clangebiet vor sich rumwerkelt und es ich kann die anderen auch nicht besuchen oder so oder gegen die kämpfen, sondern jeder wurkelt
bei sich rum, baut bei sich. Das klingt jetzt erstmal überhaupt nicht interaktiv, aber da gibt es ja dann eben diese Versteigerungsphase, wo man dann eben, und das ist der nächste Riesenunterschied zur Mutter aller Legespiele, in Carcassonne war einfach der große Spannungsmoment und fast der einzige, aber ein großer, ich ziehe ein Blättchen und was ist es? Ist es entweder super toll für meine jetzige Situation oder einfach nicht. Und das ist natürlich in Isle of Skye elementar anders, weil ich ziehe hier erstmal drei Blättchen, ja, und dann könnte ich mich zwar schon freuen, oh, ich habe drei wahnsinnig tolle Blättchen gezogen, aber die gehören mir noch gar nicht. Ich habe einfach nur Blättchen gezogen, die muss ich jetzt hier auf meinem Plättchen-Flohmarkt feilbieten, ob ich möchte oder nicht. Ich will vielleicht eigentlich alle behalten oder keins, das spielt keine Rolle. Jetzt muss ich eben eins von diesen zurück in den Sack schicken und zwei mit Preisen auszeichnen. Und das ist tatsächlich ein spannendes Dilemma und das sage ich, obwohl ich gar keine so Versteigerungs- und Beat-Spiele mag. Ich mag die Sachen entweder viel zu billig oder viel zu teuer. Also nicht nur hier, sondern dann auch anderen Spielen von dieser Art. Aber trotzdem, finde ich, macht es einfach Spaß. Es bietet unglaublich viel Varianz durch diese Wertungsblättchen, die ja auch in unterschiedlichen Kombinationen dann jeweils immer zum Einsatz kommen und die auch wirklich sehr teilweise anspruchsvolle Aufgaben stellen mit komplizierten Mustern. Man muss irgendwelche großen Seen fertigstellen. Also da ist wirklich vor allem in den Kombinationen dann ganz schön viel auch Kniffelarbeit in dem Spiel drin, wenn man dann hier so am Ende des Spiels so eine Dreifachwertung hat, um da vorausschauend so zu planen, dass man dann da den See fertig hat und damit man die Wertung da noch, damit die da funktioniert und so weiter. Das ist wirklich ganz schön knifflig. Dazu kommt eben dieser Mechanismus, dass man ja nicht genau weiß, welche Plättchen bekomme ich wirklich. Da muss ich ein bisschen mitzählen, wie viel Geld hat gerade mein Gegner. Wird der seine Plättchen sehr teuer machen können? Wird der viel kaufen können? Ist der gerade pleite? Kann ich also davon ausgehen, dass er gar nicht teure Preise machen kann, sodass ich einfach sicher weiß, okay, ich bin jetzt auch in der Spielereihenfolge. Das heißt, dieses Plättchen, das kann er mir mehr oder weniger gar nicht wegnehmen, weil er einfach kein Geld hat, um es quasi für sich zu reservieren. Also das sind viele, viele Punkte. Gleichzeitig kann ich aber natürlich nicht wissen, welches Plättchen zerstört meinen Gegner. Also ich kann mir nie sicher sein, wenn ich alle Plättchen meiner Mitspieler sehe, welche werden wirklich in der Runde zur Verfügung sein. Sehr oft die Situation, dass gute Spieler eben gucken, welches Plättchen ist besonders wertvoll für meinen Gegner. Und gerade das wird dann natürlich mit der Axt aus dem Spiel genommen. Eine Sache muss ich noch sagen und zitiere dabei wieder die Mutter aller Legespiele. Wer jetzt hier seit 5 Jahren eine Carcassonne-Stammrunde hat und sich so ein Doppel 4x4 Meter Tisch gekauft hat, weil Carcassonne jedes Grundspiel doppelt, alle Erweiterungen puzzeln da dann immer so eine gigantische Auslage zusammen, wie es bei Carcassonne mit den Erweiterungen wirklich der Fall ist. Es ist wirklich eine riesige Landschaft, die da entsteht. Die werden hier erstmal geschockt sein, weil, wie gesagt, jeder baut an seinem eigenen Clangebiet und das ist am Ende des Spiels oft erschreckend klein. Klar, das können ja nur zum Teil nur 5 Runden sein, dann kriege ich so im Schnitt 2 Plättchen pro Runde, vielleicht auch mal 3. Aber mein Gott, da hat man mal ein Clangebiet aus 10, 12 Plättchen und das ist es. Ja, das sei nur als Warnung gesagt, das hat mich am Anfang auch stutzig gemacht. Dafür ist halt hier auch einfach schnell eine Revanche hinterhergeschoben, weil es eben nicht 4 Stunden dauert, all diese Erweiterungen da aus dem Sack rauszuziehen, sondern die Erweiterungen sind eben eher diese hohe Varianz. Es sind eigentlich schon diese ganzen Symbolmenge draufgedruckt, die man für Erweiterungen braucht und das wird einfach dann, jedes Spiel ist halt was anderes interessant. Balanciert ist das Spiel übrigens auch ziemlich gut, will einfach heißen, es ist auf jeden Fall eigentlich immer spannend bis zum Schluss, weil es eben diesen interessanten, wie ich finde, Aufholmechanismus gibt, dass eben man einfach Geld geschenkt bekommt, wenn man hinten liegt. Ich meine, man kann natürlich auch dazu sagen, ist vielleicht auch ein bisschen mit dem Holzhammer diese Aufholsache so in die Regel reingeknallt, weil, na gut, ist halt einfach so, wenn ich hinten bin, kriege ich einfach Geld geschenkt, bin ich wirklich quasi im letzten Runde ganz hinten kriege ich 12 oder sogar bei 5 Spielern 16 Geld. Das ist sozusagen thematisch schwierig zu erklären. Das sind 3 Siegpunkte, die ich einfach sozusagen einfach... Woher kommt denn dieses Gold? Ja, du bist halt ein Bettler. In der echten Welt ist das nicht so. Ja, nee. Aber dann wird plötzlich... Aber es ist, mir gefällt mir auch sehr gut, aber das Besonderheit ist dann, dass man sich dann
im Prinzip ärgert, wenn man nur einen Siegpunkt vor jemand ist, der dann dafür, dass er nur einen Siegpunkt hinter einem ist, vier Geld kriegt, immer in der letzten Runde gesprochen. Mhm. Und da würde man tatsächlich lieber tauschen und diese vier Geld nochmal richtig... Also es ist sogar ein taktisches Ding wiederum, auf diese Reihenfolge zu achten und zu gucken, na, soll ich jetzt irgendwie Vollgas geben oder kann ich sogar noch irgendwie so ein bisschen beeinflussen, wie viel Geld ich da noch geschenkt bekomme. Also man ist am liebsten die ganze Zeit Letzter und holt dann in der letzten Runde, überholt man alle. So habe ich auch schon mal gespielt, aber da habe ich immer Geld eingesetzt. Seine Lieblingstaktik, geht aber manchmal schief. Also ich fand es ein interessantes Ding, aber es ist halt wirklich, ob man es jetzt mag oder nicht, es führt dazu, dass das Spiel auf jeden Fall immer bis zur letzten Runde irgendwie offen bleibt, außer man puzzelt irgendwie völlig daneben. Aber also ich sag mal, in einer guten Runde kann man immer aufholen, auch wenn man hinten liegt, und wir haben auch immer sehr knappe Ergebnisse gehabt. Und Häuptling Wilde Himbeere kann es auch wirklich ab 8 steht drauf, er ist 8, er kann das super spielen. Also er hat natürlich, man braucht dann natürlich länger, um sich einzufuchsen, weil wirklich das mit dem Preisauszeichnen fand ich auch knifflig. Ich war tatsächlich in irgendeiner Partie, war ich dann auch mal, habe ich alles immer zu teuer gemacht. Und da war ich auch, irgendwie sehr arm und konnte dann mir halt auch trotz des Schubs nicht so viel leisten. In einer anderen Partie war ich wahnsinnig reich und hatte dafür kein so großes König. Aber man sieht schon, es sind sogar, dir fällt jetzt das mit diesen Auspreisen recht schwer. Das finde ich jetzt, geht mir eher einfacher von der Hand. Dafür finde ich ja dieses dreidimensionale Puzzle total schwierig. Ja, der sich vorher vorzustellen, dieses Plättchen, was da beim Kron liegt, bis jetzt um 90 Grad gedreht, passt da dann jetzt das Gebirge wirklich so, wie ich mir gedacht habe. Oft habe ich das Plättchen dann und gucke dann so, Ich sehe schon, du denkst in Zahlen und ich in Bildern.